Dienstag, 21. November 2017, 1244 Uhr. Ob zur Familienplanung oder zur Verhütung Zyklus ab sind beliebt. Manche Anwendungen wurden bereits millionenfach heruntergeladen, aber wie gut sind die Programme? Wie leicht lassen Stirbs handhaben? Wie gut ist das Messkonzept und wer die Intimsphäre gewahrt? Tester der Stiftung Warentest haben 23 Zyklus-Apps geprüft und die Ergebnisse Jetstin-Test veröffentlicht. Dabei analysierten unter anderem zwei Experten für Reproduktionsmedizin und theoretischen Nutzen der Anwendungen. Von den getesteten Apps 12 davon für das Betriebssystem Android, 11 für iOS gab es insgesamt nur dreimal die Gesamtnote gut. Ein App bekam die Note ausreichend, die übrigen 18 schnitten mangelhaft. App Zyklus-Apps errechnen, an welchen Etagen die Anwenderin möglicherweise fruchtbar ist. Je nachdem, ob sie schwanger werden möchte oder nicht, kann sie an diesen Tagen entweder verhüten oder eben nicht. Das Problem dabei, Philips errechnen im Zeitpunkt, die sei sprungsrein statistisch auf Grundlage der mittleren Zykluslänge. Bei vieler Frauen schwankt diese aber erheblich an intensive Sporteinheit. Wow, der Stress wirken sich darauf aus. Allein aufgrund eines Durchschnittswerts lässt sich daher keine Aussage über die fruchtbaren Tage treffen. Wer sich darauf verlässt, könnte eine lebensverändernde Überraschung erleben, sagt Gunnar Schwan, Projektleiter des Tests. Einige Apps nehmen es etwas genauer. Sie berechnen die fruchtbare Zeit anhand der sogenannten FPI-Methode, hinter der Abkürzung steht die natürliche Familienplanung, bei der meist die morgendliche Körpertemperatur gemessen und der sogenannte Zervixschleim untersucht wird. Diese Apps erfordern allerdings deutlich mehr Engagement von den Nutzerinnen. Sie müssen morgens noch vor dem Aufstehen ihre Körpertemperatur messen und täglich den Schleim untersuchen, der im Gebärmutterhals gebildet wird. Dieses Verfahren wird auch symptothermale Methode genannt. Diese beiden Angaben, kombiniert mit der Zykluslänge, lassen eine genauere Aussage darüber zu, wann die Frau schwanger werden kann. Das setzt aber voraus, dass die Frau ihren Körper sehr gut kennt und die Methode richtig anwendet. Drei auf dieser Methode beruhende Zyklus-Apps bewertet die Stiftung Warentest mit Good Ladies Eikel für Android und Mindf sowohl für iOS als auch für Android. Beide bekommen auch in der Runternote einhaltender Privatsphäre eine gute Bewertung. Andere Apps fragen unnötige private Informationen wie Geburtsdaten oder Rechnernamen ab. Die Nutzer gut vergaben die Tester nicht, weil bisher aussagekräftige Studien zu den Apps fehlen. Wie sicher die symptothermale Methode eine Schwangerschaft verhindert, lässt sich am sogenannten Pearl Index ablesen. Er gibt an, wie viele unter 100 Frauen binnen eines Jahres trotz Verhütung mit der gleichen Methode schwanger werden. Wird sie korrekt angewendet, sind es bei der symptothermalen Methode 0,4 bis 2,3. Zum Vergleich, die Pille hat bei zuverlässiger Einnahme einen Pearl Index von 0,1 bis 0,9. Welche Verhütungsmethode die ja richtige ist, besprechen Frauen am besten mit ihrem Gynäkologen.